Die BewohnerInnen des Dorfes Privolnoje, in dem der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow seine Kindheit und Jugend verbrachte, erwiesen ihm die letzte Ehre. Er wuchs in der südrussischen Region Stavropol als Sohn von Landwirten auf. Eine Klassenkameradin von früher erinnert sich an ihn. In der 9. Klasse auf der Schulversammlung wurde ihm der Orden des Roten Banners der Arbeit verliehen. Ein frecher, kluger, belesener Kerl, aktiv. Er hat sich in der Schule engagiert. Er hat auch an künstlerischen Darbietungen teilgenommen. Und er war auch Sekretär der Komsomol-Organisation. Obwohl Gorbatschow ins über 1000 Kilometer entfernte Moskau ging, kehrte er immer wieder zurück und behielt auch den ausgeprägten Akzent der Region bei. Er hat dem Dorf viel geholfen, wenn er darum gebeten wurde. Der Dorfvorsteher vor mir hat sich auch an ihn gewandt. Er hat uns beim Bau der Kirche geholfen. Wir hatten Probleme mit den Kuppeln. Hier in der Nähe steht die Kirche. Gorbatschow war ein geselliger Mensch, erinnert sich der Dorfvorsteher. Das Haus, in dem Gorbatschows Eltern lebten, ist heute verlassen. Man kann alte Möbel und sogar Zahnbürsten sehen, die noch im Glas stehen. Das Haus steht heute unter dem Schutz der örtlichen Verwaltung. Michail Gorbatschow starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren. Er leitete drastische Reformen ein, die zur Beendigung des Kalten Krieges beitrugen und den Zusammenbruch der Sowjetunion einleiteten.